Sorg dafür, dass die Küche bereit für den morgigen Gottesdienst ist. Engel über uns. Ihr seid zurückgekehrt. Die Mutter Oberin wird davon erfahren wollen. Aber sie ist in Korvalar. Sucht euren Segen dort. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und aus Sanctuario entkommen, um in die Himmel zurückzukehren, wo er hingehört. Seht ihr ihn auch? Den Geist von Corric, meinem Sohn. Als er ein Junge war, brachte man ihn zum Schwarzen Asylum. Jetzt verfolgt er mich stets. Er ruft mir zu, fleht, dass ich... Ich weiß nicht, wie viel ich noch aushalten kann. Bitte, ich bezahle euch. Beendet seine Qualen. Bitte... Schenkt ihm Ruhe. Vater, ist das... Nein! Nein, nein! Nein, nein! Du bist tot! Vater, wollt ihr nicht kommen und mich besuchen? Nein! Sie haben dich weggebracht wegen dem, was du getan hast. Du... Vater, bitte kommt doch! Ich warte im Asylum. Fort! Die nötige Essenz.
Ich habe kaum noch Essenz. Mir fehlt die nötige Essenz. Yeah.
Ich brauche mehr Essenz.
Mir fehlt die nötige Essenz. Ich brauche mehr Essenz. Noch nicht bereit. Come on.
bereit, die nötige Essenz. Meine Last ist zu groß. Meine Last ist zu groß. Und doch fühle ich ihn immer noch. Ich höre immer noch seine Schreie. Die Wahrheit wird mich nie loslassen. Ich habe meinen lieben Jungen für eine Sünde fortgeschickt, die mein eigenes Werk war. Das Blut klebt an meinen Händen. Ganz und gar. Himmel, vergib mir. Ich muss meinen Sohn besuchen. Ich komme, Corrick.
Meine Taschen sind voll. Essenz. Kaum noch Essenz. Die Taschen sind voll. Meine Taschen sind voll.
Unser Zweck bleibt klar, aber unsere Moral sinkt. Baltok, der Champion des Häuptlings, wurde vor kurzem getötet. Jetzt haben die Khazra seine Waffe, den legendären Grizzly Malma. Es fällt schwer, dies von einer Außenseiterin zu erbitten. Bitte holt den Hammer von diesen schändlichen Bestien zurück. Wenn wir ihn ihnen überlassen, ist es eine Schande für unseren gefallenen Champion. Zuletzt sah man ihn, als er in eine Höhle in Malnok geschleift wurde. Wir stellen diese Trophäen zur Schau, um die Urahnen zu ehren und ihre Weisheit zu uns zu lenken. Die Schädel erinnern mich daran, dass der Tod immer in der Nähe ist, ob ihre oder meine. Für einen Schädel halte ich mir einen Platz frei. Den des Ziegenmenschen, den wir Koller, den Sammler, nennen. Er jagt im Norden und labt sich an unseren Gefallenen. Koller hat uns herausgefordert. Wenn ihr mir seinen verdammten hässlichen Kopf bringen würdet, würde euch das große Gunst bei meinem Stamm einbringen. Ich erledige das. Ihr wollt eine Audienz bei unserem Häuptling? Verdient sie euch. Tötet unsere Feinde. Jagt die Khazra des Eisklans, die diesen Berg heimsuchen. Zerschmettert ihre Körper und bringt ihre geborstenen Knochen als Tribut zurück. Dann erkennt der Häuptling euch vielleicht an. Ihr braucht Rüstung? Die habe ich hier. Ihr tragt eine edle Waffe. Ich wette, ich könnte auch so eine machen. Ha!
Willkommen. Was darf sein? Soll ich eure Klingen schärfen? Ehre eurer Waffe. Nennt euer Begehr. Mutter Oberin Prava erwartet mich. Öffnet die Tore! Ihr wart gute Soldaten. Habt hart gearbeitet. Und gekämpft. Und getrunken. Brüder, Schwestern, ich hoffe, ihr findet in diesen Flammen Frieden. Vigo, was tut ihr denn hier? Ihr habt also überlebt. Ich habe Prava gestanden, dass mich diese Frau bestochen hat. Puh, es sieht schlecht aus. Es steht alles auf dem Spiel. Wenn sie mit mir fertig ist, bin ich vielleicht meine Arbeit los. Hey, ihr seid doch ihretwegen hier, oder? Gehen wir zusammen. Vielleicht schont sie mich, wenn ihr dabei seid. Nicht viele könnten eure Sünden ertragen. Das ist keine bloße Rüstung. Es ist ein heiliges Gefäß der höchsten Handwerkskunst. Sie kann einen reumütigen Sünder direkt zum Licht führen. Kann Rüstung das etwa? Glaube und nicht das Fleisch bewegt die Tracht. Aber wie, das wissen nur die wenigsten. Die Praxis wurde vor langem aufgegeben. Etwas Großes kommt auf uns zu. Ein heiliger Krieg. Denkt an meine Worte. Andernfalls hätte sie mich nicht gebeten, ein Relikt wie dieses vorzubereiten. Halt! Sie erwartet uns. Oh, viel Glück. Lass den neuen Wachkommandanten die Streitkräfte ersetzen, die wir bei der Mine verloren haben. Ihr seid also zurückgekehrt. Vigo hier meint, ihr wäret tapferer gewesen als er. Zuerst müsst ihr des Segens würdig gemacht werden. Ein heiliger Krieg kann nicht mit Ungläubigen gewonnen werden. Lasst euch nicht täuschen, dieser Krieg ist heilig. Lilith hat den ewigen Konflikt nach Sanctuario gebracht. Inarius wird uns befreien. So steht es geschrieben.
Bis dahin müssen wir unsere Rollen spielen. Pilgert zum Alabasterkloster. Läutert euren Geist. Dann können wir über einen Segen sprechen. Da kann ich mich auch gleich nützlich machen. Kommt zu den Ruinen südlich von hier.